Du suchst eine Möglichkeit, um doppelte Fotos in deinem Fotoarchiv einfach und schnell zu finden, dann bist du in diesem Video genau richtig. Denn für Xayah Photo gibt es ein neues Update, Xayah 2022. Das Programm kennt ihr vielleicht schon aus einem Video aus dem letzten Jahr, das ich mit Jörg zusammen aufgenommen habe. Jörg ist unser Software-Experte und zeigt uns heute die Neuheiten in dem Update. Ja, Tim. Danke für die Begrüßung. Ja, Xayah, wie du gesagt hast, wir haben es uns letztes Jahr schon mal ganz ausführlich angeschaut, aber vielleicht einfach so ein kleiner Überblick, was die Software eigentlich macht, was sie überhaupt tut. Also letztlich ist Xayah eine Fotoverwaltung für faule Menschen, wie wir eigentlich alle sind. Xayah erleichtert die Fotosuche auf der gesamten Bilddatenbank und zwar ohne irgendeine Cloud. Das heißt, wenn ich jetzt mein Fotoarchiv zu Hause habe auf der Festplatte, dann geht hier Xayah rein und sortiert meine Bilder automatisch. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Fotoübersicht. Hier sind jetzt ganz viele Äffchen zum Beispiel aus dem Regenwald. Und was Xayah tut, sieht man jetzt hier zum Beispiel ganz schön am Rande schon bei den Stichwörtern. Das ist eigentlich das Herzstück. Das heißt, ich habe hier überhaupt nichts gemacht. Xayah hat die Bilder eingelesen und hat hier schon erkannt, Affe, Baum, Holz, Natur, Pflanze, Primat, Säugetier, Tier. Das sind die Tags, die quasi Xayah schon jetzt hier erkannt hat, vollautomatisch. Noch dazu ungesättigt, trifft hier im doppelten Sinne zu. Das Tierchen hatte nämlich auch ziemlichen Hunger. Aber letztlich trifft sie hier natürlich auf die Farbsättigung, dass man sagt, hey, das ist so ein bisschen Ton in Ton. Ja? Das heißt, diese Dinge erkennt Xayah. Das ist jetzt hier bei einem Tier. Xayah kann aber noch viel mehr. Das Ganze funktioniert auch bei Personen hervorragend. Da werden wir dann nachher noch drauf zu sprechen kommen, aber letztlich kann Xayah das Ganze auch bei Personen. Das heißt, Personen zu erkennen, wie jetzt mich, aber auch 10 Jahre vorher, 10 Jahre danach. Man kann sagen, ich möchte nur Menschen mit Brille, ohne Brille, mit Bart, ohne Bart. Ich möchte eine Gruppe nur sehen, ich möchte einzelne Personen sehen. Da ist Xayah unglaublich flexibel und das macht das Produkt eigentlich unglaublich spannend. Eben hier, dass ich meine Bilder finde, ohne dass ich aber jetzt riesig Stress habe, die manuell zu taggen. Das mal so als ganz grober Überblick, was Xayah kann. Also KI-basiertes Portfolio an Fotoarchiv. Ja, kann man so sagen. Und natürlich kann ich sämtliche Suchergebnisse dann auch als Sammlung oder Gruppe noch zusammenstellen, dass ich dann für ein Fotobuch oder Album oder was auch immer die Bilder dann in einem Schlag griffbereit habe. Und die Neuerungen, wie du jetzt schon angesprochen hast, den Duplikatefinder und so, das gucken wir uns dann einfach im nächsten Schritt an, oder? Ja, das klingt gut. Thema Duplikatefinder, das ist ja eines der großen neuen Features in Xayah 2022 und ich zeige vielleicht einfach mal, wie es funktioniert. Prinzipiell, ich denke, Duplikate, das muss man keinem Fotografen erzählen, hat jeder auf der Festplatte. Sei es, dass mal aus Versehen die Maus ausgerutscht ist und man irgendwo einen Ordner irgendwo ins Nirvana geschossen hat und dupliziert hat. Oder dass einfach so Duplikate entstanden sind. Ja, kennt man. Man kennt auch den Sonnenuntergang, den man in 20-facher Ausfertigung halt fotografiert hat und der dann halt irgendwo rumlungert. Allerdings mit RAW und JPEG zusammen hat man doch ziemlich viel Plattenplatz, den man vielleicht verschwendet. Und da hat Xayah jetzt nachgelegt und einen Duplikatefinder integriert, der einem dabei hilft, eben genau diese Fotoleichen, nenne ich es jetzt einfach mal, herauszufiltern. Und es ist auch ganz prominent, hier oben schon als separater Button, finde Duplikate angebracht. Und dann habe ich hier jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Zum einen kann ich sagen, hey, suche in, jetzt hier die ganzen Datenbank oder nur in meiner aktuellen Ansicht, wenn ich schon das vorgefiltert habe, Ordner und Sammlungen speziell. Letztlich, ich sage jetzt mal, ich möchte die ganze Datenbank durchsuchen und habe jetzt hier die Möglichkeit, das ist so der erste Step, zu sagen, hey, exakte Duplikate. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich gehe hier auf Starte Suche. Wie viele Bilder waren jetzt in dem Portfolio in dem Bereich drin? Da waren jetzt 1500 Bilder. Okay. Also ich habe jetzt nicht meine gesamte, mein gesamtes Datenarchiv mitgebracht. Okay, aber jetzt haben wir aus 1500 acht Duplikate gefunden und da gehe ich jetzt mal auf Duplikate anzeigen und tatsächlich sieht man dann hier in der Übersicht, okay, das ist exakt das gleiche Bild, nur mit anderem Dateinamen. Ja, ich habe das natürlich entsprechend ein bisschen vorbereitet für heute. Auch hier sieht man, hey, das sind exakt die gleichen Motive, die ich hier habe. Und dann könnte ich in diesem Step anfangen, okay, zu sagen, hey, welches brauche ich nicht. Schauen wir uns gleich dann noch an, wie man die aussortieren kann. Ich habe die Möglichkeit bei Xayah, die entweder komplett von der Festplatte zu löschen oder zu sagen, ich möchte die einfach nur in Xayah nicht mehr sehen. Ja? Das ist jetzt eine Geschichte, wie ich exakte Duplikate suchen kann. Wie sieht es dann mit ähnlichen Bildern aus? Wie kann ich das
herausfinden. Da schlägt dann quasi wieder die KI von Exire zu. Ich entferne jetzt hier einfach mal das Ergebnis, setze wieder alles auf Null, blende mir hier alle Fotos ein und gehe jetzt hier auf Finde Duplikate. Und dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, beinahe Duplikate, also was so Pi mal Daumen zutrifft. Und dann gibt es hier einen Regler zur Ähnlichkeit, ja, zwischen sehr strikt oder eben sehr locker. Also sehr locker würde ich jetzt einfach mal nicht machen. Da wird dann einfach sehr, sehr lazy wahrscheinlich alles markiert werden. Aber so in diesem Bereich habe ich jetzt gemerkt, zwischen strikt und mittel kommt man eigentlich ganz gut zurecht. Und dann gehe ich hier auf Starte Suche. So, und dann hat er hier jetzt erstmal, wir erinnern uns, knapp 1500 Bilder, hat er jetzt 713 Duplikate gefunden. Und da sieht man es dann auch schon, liegt daran, weil natürlich hier JPEG und RAW quasi erkannt werden. Ich habe eben den Fotoworkflow, ich fotografiere immer JPEG und RAW und hier sagt Exire aber, hey, klar, das sind die gleichen Bilder. Möchtest du das wirklich? Und da habe ich dann die Möglichkeit, hier eigentlich sehr schön direkt auszusortieren. Wenn ich vielleicht auch mal sage, eigentlich brauche ich die JPEG-Bilder gar nicht. Dazu gibt es den Flaggenassistent. Also Flaggen, das ist, glaube ich, auch einfach aus dem Englischen übersetzt. Man kennt es eher von anderer Software als Tags, ja. Also Flaggen, Etikett, whatever. Hier heißt es eben eingedeutscht Flaggen. Und da war jetzt schon voreingestellt, markiere JPEGs mit zugehörigem RAW. Bedeutet, dass hier automatisch die JPEGs schon markiert wurden, wo ein RAW dazu existiert. Und hier oben sieht man auch Rückweisungsflagge zuweisen. Das bedeutet, dass die in diesem Step schon hier eben hier ausgegraut sind und gesagt haben, hey, jetzt in diesem Step könnte ich die löschen. Und das funktioniert dann tatsächlich hier über Löschen. Es kommt aber noch eine Sicherheitsabfrage, es ist nicht gleich alles verloren. Und hier steht jetzt, hey, 649 Fotos, also von diesen, wir erinnern uns, 700 irgendwas, waren also tatsächlich 649 RAW-JPEG-Paare. Und da würde ich jetzt die JPEGs entfernen. Und ich kann jetzt eben sagen, hey, aus Exire-Foto entfernen oder eben tatsächlich auch direkt von der Festplatte dann runterkicken. Das ist mir überlassen, ob ich einfach nur, sage ich mal, mehr Übersichtlichkeit in Exile haben möchte oder ich sage, ich brauche die Dinger eigentlich gar nicht mehr. Und dann kann ich hier, wenn ich möchte, noch sehen, hey, um diese Teilchen handelt es sich eigentlich, kann ich dann sogar noch in einer Dateiliste speichern. Aber in der Regel wäre dann hier jetzt der Step, wo ich sage, von Speichermedium entfernen, ich tue es jetzt an dieser Stelle nicht. Aber genau, das sind die Möglichkeiten. Und ich habe eben über diesen Flaggenassistenten noch weit mehr Möglichkeiten. Ja, das war jetzt diese JPEG-RAW-Geschichte, aber ich kann auch sagen, hey, markiere JPEGs mit der größten Auflösung, der kleinsten Dateigröße, wenn man irgendwie sagt, ich habe die Dinger vielleicht irgendwann für Web runtergerechnet. Ja? Und man sieht es ja dann in der Bildübersicht auch nicht unbedingt, aber auf diesen kleinen Vorschauen, ob das jetzt ein klein gerechnetes Bild ist oder nicht. Auch hier kann ich sagen, hey, markiere mir die Dinger, schmeiß mir die raus. Und umgekehrt kann ich das natürlich auch bei den RAWs machen. Ja? Das ist eigentlich eine ganz praktische Geschichte, um hier sehr, sehr schnell Ordnung im Bilderdschungel, sage ich mal, zu schaffen. Und ich sehe hier eigentlich immer entsprechend diese Duplikate, wo jetzt auch schon hier Exire gesagt hat, jetzt hier in diesem Step, hey, zum einen haben wir natürlich das JPEG-Duplikat, das absolut identisch ist, aber wir haben hier eben noch zwei Bilder. Man sieht es hier auch ein bisschen an der Bildnummerierung. Die habe ich direkt hintereinander aufgenommen, wahrscheinlich mit der gleichen Belichtungszeit. Und da sagt Exire, hey, die Bilder sind so ähnlich, das sind Duplikate, die kannst dich wahrscheinlich von verabschieden, ja. Und das ist dann das Beispiel mit dem Sonnenuntergang, den man halt 50-fach aufgenommen hat. Den braucht man nicht 50-mal. Und da hat Exire eine sehr schöne Möglichkeit, jetzt hier mit dem Duplikatefinder sehr, sehr schnell die Fotosammlung eigentlich aufzuräumen. Und das nimmt ja sehr viel Arbeit ab. Also bei mir ist es auch so, die Speicherkarten in der Kamera werden immer größer, man packt immer mehr Bilder drauf und zieht dann alle Bilder mal rüber und da muss man eben nicht alle Bilder dann durchgehen, sondern kann die automatisiert dann finden. Genau, und kann hier tatsächlich auch, es geht eigentlich bei Exire immer um Finden, ja. Und hier geht es jetzt eben nicht darum, dass ich jetzt Personenfotos für ein Album suchen muss, sondern nee, hey, ich möchte jetzt einfach Duplikate finden, die ich nicht mehr brauche.
Das ist als erste Neuerung oder als erste große Neuerung auf jeden Fall nutzenswert. Was gibt es denn noch für Neuerungen? Also was? Ja, also ein Highlight vielleicht auch für Leute, die gerne Bilder bearbeiten und dann mit Photoshop-Dokumenten arbeiten. PSD-Format wird ab dieser Version jetzt auch unterstützt. War bisher nicht so, ist jetzt integriert. Allerdings, man muss diese Funktionalität separat aktivieren. Das ist in den Einstellungen, jetzt hier am Mac ist es eben über XR Foto und Einstellungen. Ich glaube, am PC ist es dann Bearbeiten und Einstellungen. Ich habe hier die Möglichkeit, bei Hinzufügen, PSD-Dateien hinzufügen, den Schalter umzulegen. Das hat den Hintergrund, PSD-Dateien können ja extrem groß sein, ne, wenn man mit 20 Ebenen gearbeitet hat. Und natürlich braucht dann XSIRE deutlich mehr, diese 1-Gigabyte-Monster, sage ich mal, dann eben zu analysieren. Und deswegen ist hier von den Entwicklern es so gemacht worden, hey, wenn ich das wirklich möchte, muss ich es einfach separat aktivieren, weil logischerweise diese Ersterkennung der Datenbank dadurch natürlich deutlich länger dauert. Ja. Das ist eigentlich so die einzige Geschichte, warum es eben hier im Untermenü erst angehakt werden muss. Und wie das gemacht ist, dann synchronisiere ich meine Ordner neu und dann sind die PSD-Dateien auch mit drin und werden erkannt. Ja, super. Darüber hinaus werden jetzt auch Windows-Netzwerkpfade unterstützt. Ja, genau. Das heißt, man kann dann auch fürs Netzwerk arbeiten. Am Mac über jetzt irgendwie ein NAS oder so hat es auch im Vorfeld schon ganz wunderbar funktioniert. Ich habe zu Hause auch meine 50.000 Bilder einfach über NAS organisiert. Jetzt geht es eben auch über die Netzwerkpfade von Windows. Hat sich denn sonst in puncto Suche noch etwas getan, also jetzt in der neuen Version? Also die Suche selbst, die war auch schon in der Vorversion, fand ich persönlich grandios. Ich finde, die macht richtig Spaß, also da Bilder zu entdecken, wirklich auf Entdeckungsreise zu gehen. Tatsächlich wurde ein bisschen was optimiert, und zwar zum einen, was die maximale Anzahl der Suchergebnisse betrifft und auch ein bisschen das Feintuning. Ich gehe mal hier jetzt ganz kurz und sage mal, ich möchte hier Gesichter finden, hatte ich ja vorhin kurz angesprochen, dass das eine grandiose Geschichte ist. Und ich sage, ich möchte hier jetzt einfach mal Bilder haben, wo zwei Personen drauf sind. Und dann kann ich hier eben sagen, hey, wie viele Ergebnisse maximal dargestellt werden sollen. Ja, das waren, vorher war man da, glaube ich, irgendwo bei 1.000 oder so, und jetzt kann ich eben bis auf 50.000. Also das ist dann schon eine Ansage. Ne? Ich glaube, das ist dann so für den Porträtfotograf, der jeden Tag irgendwie dann 20 Personen durchfotografiert, interessant. Ja, also ist einfach so als Maximum. Ich bin jetzt hier einfach deutlich flexibler und kann dann hier sagen, hey, ich starte die Suche. Und dann sehe ich auch hier tatsächlich, hey, das sind jetzt einfach die einzigen Bilder in meiner kleinen Datenbank hier vor Ort, wo zwei Personen zu sehen sind. Und jetzt kommt noch eine Neuigkeit mit dazu, wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann habe ich noch die Möglichkeit, wenn ich sage, ich möchte alle Bilder haben, wo diese Person nur zu sehen ist, habe ich hier die Möglichkeit, das Ähnlichkeitslimit zu verändern. Das heißt, bisher konnte ich noch sagen, hey, ich möchte, wo die Person eben nur lächelt, Augen offen hat und so. Und jetzt kann ich aber noch sagen, hey, ja, vielleicht kriegt man dann noch irgendwie den Sohn oder den Bruder mit dazu. Ne? Und auch hier die Möglichkeit zu sagen, okay, wieder die maximale Anzahl der Suchergebnisse. Und jetzt mache ich einfach mal und gucke, was passiert. Starte Suche. Ja. Und das war einfach eine Porträtserie. Und da sieht man, hey, auch in der Gruppe wird einfach diese Person rausgefiltert. Und durch dieses strikt, nicht strikt, könnte es sein, wenn ich eben jetzt tatsächlich vielleicht noch den Bruder fotografiert hätte, dass der dann mit dabei ist. Ja? Also so kann man sich auch ein bisschen durch diese Suchen durchnavigieren und sich seine eigenen Suchen dann zusammenstellen. Das ist auch so ein bisschen erfahrungswert dann, wo ich sage, hey, für diesen Zweck lohnt es sich eben, das ein bisschen zu öffnen. Oder wenn jetzt eine Person sich vielleicht permanent die Haare färbt, ja? Oder immer permanent irgendwelche verrückten Brillen auf hat, ja? XSIRE ist da schon ziemlich cool, aber es lohnt sich da dann vielleicht ein bisschen mit diesem Regler zu spielen. Das ist so eigentlich die Magic an der ganzen Geschichte. Und du hast ja das Programm für die Digitalfoto 8 2022 auch getestet. Ich habe da schon mal reingeguckt, Testurteil sehr gut. Fass doch noch mal kurz zusammen, was so deine persönlichen Pros und Kontras des Programms sind. Ja, ich fange einfach mal mit den Kontras an. Was ich tatsächlich in XSIRE noch vermisse, ist eine Möglichkeit, mit Drag and Drop zu arbeiten. Ja, sei es, dass ich Ordner einfach reinziehen kann oder einfach eine Sammlung einfach wieder einfach so raus exportieren kann in den Ordner. Und was ich auch noch persönlich vermisse, ist die Synchronisierung der Ordner. Muss ich hier immer manuell starten. Das heißt, habe ich jetzt auf der Festplatte irgendwas verändert, muss ich halt hier wieder in XSIRE manuell synchronisieren. Da wäre ein Automatismus oder zur Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte es eben optional automatisch haben. Das wäre so für die Zukunft schön.
Auf der Pro-Seite ganz klar dieses Updates, der Duplikate-Finder, den wir gerade vorgestellt haben, der ist wirklich eine grandiose Geschichte und auch natürlich hier bei den Suchergebnissen, dass ich jetzt flexibler bin, dass ich noch ein bisschen die Genauigkeit nach meinen Wünschen einstellen kann oder eben auch diese bis zu 50.000 Suchergebnisse, da bin ich jetzt auch viel flexibler. Insgesamt ein cooles Update und deswegen natürlich auch mein Fazit, probiert die Software einfach aus. Man kann in so einem Kurztest gar nicht alles zeigen, was die Software kann. Auf exire.com besteht die Möglichkeit, die Software gratis runterzuladen und dann 14 Tage lang auch wirklich auf Herz und Nieren auszutesten. Ja, das ist ein super Vorschlag. Wenn die Software euch gefällt, dann könnt ihr sie für 99 Euro beziehen. Wer die Software bereits schon hat und jetzt eben auf die neue Version umsteigt, der bezahlt dann nur 29 Euro. Und wir haben noch einen Affiliate-Code, Digitalfoto. Wenn ihr den bei Exire auf der Website eingebt, dann spart ihr nochmal 10%. Jürg, ich glaube, damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich danke dir für den Besuch, dass du mal uns wieder hier in Köln besucht hast. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Lasst uns doch ein Like da und abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr von uns zu verpassen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ich sage auch tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.